Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Circuit-Trickkiste. Im heutigen Trick geht es um einen lieben alten Bekannten, nämlich der Circuit MK1. Ich möchte die MK1 auch gar nicht mehr missen. Von 2016 ist die Groovebox und so lange habe ich die auch schon. Deshalb verkaufen möchte ich die nicht, brauche ich aber auch nicht, weil bei Circuit Tracks es nun ein Audio-In gibt, mit dem ich auch externe Synthesizer oder Grooveboxes wie die Circuit direkt durchschleifen kann und in die Tracks mit einbauen kann. Circuit Tracks verfügt nun über einen Stereo-Input, mit dem ich dann einfach per Klinkenkabel die Circuit MK1 mit der Circuit Tracks verbinden kann. So. Dann sagte ich ja schon, auch die Circuit ist batteriebetrieben. Circuit Tracks hat wiederum einen Akku, der 4 Stunden Laufzeit hat. Damit kann man also sich erstmal bequem in den Wald, in den Park oder an den Strand setzen. Jetzt braucht noch die Kiste MIDI. Das kriegt sie hier noch mit dem Mini-MIDI-Adapter. Das Kabel ist hier runtergefallen. So. Ich möchte mit Circuit Tracks den Circuit ansteuern. Und da interessieren mich insbesondere die beiden Synthesizer-Parts, denn Circuit Tracks verfügt ebenso über 2 dedizierte MIDI-Spuren, mit denen ich externe Synthesizer und Grooveboxes ziemlich clever ansteuern kann. Jetzt muss ich die Kiste aber direkt wieder ausmachen, weil wir müssen in den Setup-Einstellungen noch was ändern bei der Circuit. Das geht bei Circuit MK1 auch mit Shift und den Einschalt-Button betätigen. Bei Circuit Tracks reicht es hier mit Shift auf Setup zu gehen. Und zwar, damit nicht die Kiste komplett identisch das macht, was ich bei Circuit Tracks mache, muss ich die MIDI-Channels ein bisschen ändern. Synth 1 und Synth 2 möchte ich auf MIDI 1 und 2 von der Tracks. MIDI 1 ist bei Circuit Tracks MIDI-Kanal 3, das ändere ich hier auf 3. Synth 2 ist dann wiederum der 4. für MIDI 2. Und die Drums, das ist normalerweise 10, da aber Circuit Tracks ebenfalls auf 10 ist, würde sonst alles doppelt spielen. Ist auch ein interessanter Effekt, möchte ich gerade aber nicht. Deshalb gehe ich jetzt hier mein Ding auf 15, auf Play, das ist jetzt gespeichert, das sollte jetzt auch genauso funktionieren. Und zwar sollten jetzt beide Kisten einfach synchron spielen. Das funktioniert schon mal. Hier sehen wir, beide starten identisch. Ich höre jetzt in dem Fall nur die Tracks, von der Circuit MK1 höre ich noch nichts. Das war auch so beabsichtigt, das ist schon mal prima. Wenn ich jetzt hier, die Drums sind hier alle gemutet. Die werden jetzt durch den Input geschleust. Ich drehe mal hier. Ah ja, das ist nochmal eine Closed Head. Eine Ride. Das ist die Ride. Das ist die Open Head. So war's. Okay, das ist schon mal prima. Ein auch schönes Feature bei der Circuit Tracks ist die Mixer-Sektion. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, auf dem Input den Kompressor wirken zu lassen von Circuit Tracks und so das Signal per Sidechain wegzudrücken. Das ist auch ziemlich cool, wenn ich jetzt hier auf FX gehe, drücke ich zweimal, dann bin ich in den Kompressoreinstellungen. Das ist für den internen Kompressor. Wenn ich jetzt hier auf den Pfeil nach unten gehe, sehen wir hier die Farben, die ändern sich. Blau und dieses Rosé entspricht MIDI 1 und 2, kann man ja hier gut sehen. Das die Farbgebung bei Circuit Tracks ist da wirklich sehr intelligent gemacht. So, wenn wir jetzt Kanal 1 und 2, ist ja ein Stereo-Signal. Bedeutet, wenn ich jetzt hier von Drum 1 den Sidechain abgreife, beziehungsweise den Takt für den Sidechain, dann hören wir, wie das Signal entsprechend schön weggedrückt wird. Natürlich funktioniert auch das Filter. So,
So, das ist schon mal cool. So kann man seine Drum-Sektion auch ziemlich intelligent und clever erweitern, nämlich mit einem weiteren Circuit. Aber was ich euch noch zeigen wollte, ist die MIDI-Sektion. Circuit 1 hatte noch nicht die tolle Mutate-Funktion, die Circuit Tracks hat, die ich wirklich total genial finde. Bedeutet, wenn ich jetzt hier auf MIDI-Kanal 1 bin, höre ich nochmal gar nichts, weil das Volume hier unten ist. Jetzt wähle ich hier einen anderen Patch. An, da war was gespeichert. Okay. Gerade wurde das Signal übrigens nicht gespielt, weil die MIDI-Spur gemutet war. Dann hört man natürlich den Synth auch nicht. Ich habe jetzt einfach ein paar Melodien hier gedrückt mit der Mutate-Funktion. Passiert das, was ich beschrieben habe, dass er da einfach die Noten random neu anordnet. Ich nehme jetzt aber den Sidechain doch mal weg. Vielleicht noch einen anderen Patch. Das ist jetzt der Synth 1. MIDI 2 kann ich wieder für den zweiten Synth verwenden. Okay, nehme ich ebenfalls auf. Auch hier das Signal ist gemutet, die Spur. Verdoppel ich mal. Hier erweitere ich den Pattern mal rein. Ich kann natürlich den Masterfilter verwenden für beide Synths. Nochmal den Sidechain aktivieren. Und natürlich auch den Synth von Circuit Tracks verwenden. Also, auch mit der alten Circuit MK1 kann man noch jede Menge Spaß haben, besonders wenn man die Kiste mit der Circuit Tracks verbindet. Man kann die Synth-Parts dediziert über die zwei MIDI-Channels ansteuern. Die Circuit Tracks wiederum hat einen Kompressor, der sich auch auf den Input einstellen lässt und so per Sidechain das Signal wegducken lässt. Mit dem Masterfilter hat man hier bei Circuit MK1 wiederum die Möglichkeit, als das Masterfilter-Signal zu beeinflussen. Und das macht wirklich im Zusammenspiel jede Menge Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen, probiert's aus und bis bald.